Tatjana, wie kann ich interessanter aussehen? Das höre ich immer wieder in Beratungen. Natürlich ist es so, dass wir in Beratungen auf die Person eingehen, ihre Wunschwirkung und das umsetzen. Aber es gibt ja Sachen, die unsere Outfits sofort interessanter machen. Und mit diesen drei Tipps wirst du das sofort schaffen. Tipp Nummer 1. Wähle spezielle Teile für dein Outfit. Was sind spezielle Teile? Es kann ja auch sowas sein. Ein bisschen Bling-Bling mit Jeans ist schon wieder spezieller und interessanter, als wenn es ein schlichter schwarzes T-Shirt ist. Also du wirst nicht mit ganz basics Sachen interessante Outfits hinkriegen. Also du kannst natürlich damit Accessoires dazu adden, aber wenn du schon Artikel wählst, die ein bisschen spezieller sind, ob das Stickereien, ein bisschen Bling-Bling, ob das ein spezielles Detail ist am Outfit, ob das eine spezielle Farbe ist, also alles, was anders ist, weil das Interessante ist ja oft anders als 0815. Interessant wird man dann, wenn man nicht vergleichbar ist wie alle anderen, wenn man in der Masse nicht untergeht, sondern wenn du Styling wählst, das deine Individualität unterstreicht. Also so überlegen, was gefällt dir? Gefallen dir Farben, gefallen dir spezielle Stickereien, Pailletten, gefallen dir einige Details an Artikeln, so wähle die und kombiniere die. Tipp Nummer 2, ergänze mit Accessoire. Du trägst ein schwarzes Kleid mit einem schönen Accessoire, also einem Gürtel in Italien oder großen Ohrringen, sieht es schon wieder spezieller aus. Du kannst auch eine farbige Tasche dazu wählen, einen farbigen Schuh dazu wählen, du kannst einen Schal dazu wählen. Also du kannst wirklich mit Accessoire spielen und es hilft natürlich, wenn du in deiner Garderobe einige Accessoire auch besitzt. Weil wenn du keine Accessoire zu Hause hast, kannst du auch nicht so gut kombinieren. Accessoire empfehle ich sowieso. Immer wieder, wenn dir etwas gefällt, kaufe dir ein Accessoire, weil du kannst es über Jahre tragen und immer wieder dazu kombinieren. Was sind gute Accessoire? Gold, Silber, also alle Metallic-Töne sind gute Accessoire. Farben, die du im Schrank hast, auch mit Accessoire zu ergänzen, ist immer gut. Also wenn du jetzt in deinem Schrank sehr viel Rot hast oder sehr viel Rosa hast, dann ist es halt auch gut, wenn die Accessoire zu dieser Farbe passen. Weil wenn du jetzt rosa hast und du nimmst einen schwarzen Gürtel, ist zu hart. Dann ist es besser, wenn du vielleicht rosa hast und du nimmst andere Pastellfarbe oder du nimmst vielleicht einen Silber dazu. Also wie machst du das? Du nimmst die Farbe, die du viel im Schrank hast, nimmst du mit und suchst Accessoire dazu und dann kannst du immer gut kombinieren. Und Tipp Nummer 3, mach einen Bruch in deinem Outfit. Also wenn du jetzt ein elegantes Kleid hast und du nimmst eleganten Strumpfhosen, eleganten Schuhe dazu, eleganten Mantel dazu, dann wird es halt sehr elegant, aber nicht ganz so interessant. Außer du hast wie vorher halt ein sehr spezielles Kleid, dann geht das. Aber wenn es schlichtere Teile sind und alles in einem Guss, dann ist es oft nicht so interessant. Also mach einen Bruch. Sorge dafür, dass du zum Beispiel Leder mit Seide kombinierst, dass du dicke Strickpullover mit Seidenröcken kombinierst, dass du eventuell zu einem ganz schlichten schwarzen Kleid eine Netzstrumpfhose trägst oder dass du ein schlichtes violettes Kleid, vielleicht violette Strumpfhosen nimmst und unten braune Schuhe. Also du sorgst dafür, dass irgendwo ein Bruch kommt, was nicht üblich ist. Eben nicht 0815, sondern du sorgst für einen Bruch. Das kann auch sein, eine rockige Lederjacke zu einem eleganten Kleid. Das kann sein, eine Jeansjacke zu einem eleganten Kleid. Also du siehst, es sind immer so gegensätzliche Elemente, die sich perfekt ergänzen, damit dein Outfit interessant ist und bleibt. So, jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Kombinieren und falls du Lust hast, mehr zu lernen, wir starten im April, glaube ich, mit Mix and Match Masterclass und du kannst dazu kommen. Da werden wir wirklich, da wirst du so etwas von lernen zu kombinieren, damit du nicht nur interessant aussiehst, sondern wirklich immer wow bist, weißt, welche Farben zusammenpassen, wie man kombiniert. Also das wird wirklich super cool. In einer kleinen Gruppe gehen wir an die Sache ran und du wirst ein Kombinationsprofi. Falls du Lust hast, schau auf der Webseite und schreibe dich im Newsletter ein, weil ich schicke immer wieder tolle Videos, so kannst du lernen zu kombinieren. Ich
wünsche dir viel Spaß und bis bald.